für die Augsburger Stadtwerke ein echtes Weihnachtsgeschenk. Sie dürfen ihre 90 Biomethanbusse behalten. Noch vor wenigen Wochen drohte durch eine geplante EU-Richtlinie das Aus, obwohl diese Busse vielen als besonders umweltfreundlich gelten. Laut Richtlinie sollten Verkehrsbetriebe künftig generell Elektrobusse oder Busse mit Brennstoffzellen kaufen. Doch dass Elektrobusse beim derzeitigen Kohlestromanteil viel CO2 produzieren und in der Anschaffung doppelt so teuer wie Biogasbusse sind, berücksichtigte Brüssel nicht. Die Kontroversberichterstattung sorgte für politischen Druck. Ich glaube, dieser Bericht war zur rechten Zeit. Er hat die Politik hier wachgerüttelt, dass es eben noch was anderes gibt wie Elektrobusse, sondern dass eben auch hier die Biogasbusse natürlich sehr umweltfreundlich unterwegs sind. Jetzt wird die Richtlinie einfach anders ausgelegt. Deshalb dürfen die Biogasbusse in Augsburg weiterfahren.